Ja, Freunde der Altbausanierung, in diesem Video geht es um Verputzarbeiten an dieser Türöffnung hier. Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran, gleich geht's los. Also, Verputzarbeiten an einer Türöffnung. Wir sehen schon hier oben Heizöllagerraum und genau das ist das Thema hier. Ich bin hier in einem Heizungsraum. Und hier nebenan sind ursprünglich Heizöltanks drin gewesen in dem Raum. Also das war der Lagerraum für die Tanks fürs Heizöl. Und jetzt wurde das hier umgestrickt und auf Gas umgestellt. Und im Zuge der Demontage dieser Heizöltanks, schwieriges Wort, mussten die Kollegen, die die Tanks hier ausgebaut haben, hier die Türöffnung ein bisschen demolieren. Wir sehen das hier, mussten sie ein bisschen wegstemmen an der Seite bis unten hin runter und hier an der linken Kante Leibung der Türöffnung genau dasselbe. Und jetzt bin ich hergerufen worden, um das alles wieder ein bisschen schick zu machen hier. Und wie wir das jetzt hinkriegen hier, das sehen wir dann gleich. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist hier an der rechten Leibung das noch ein bisschen abstemmen, damit ich da einen vernünftigen Untergrund habe zum Aufmauern wieder. Jetzt habe ich hier gerade den kleinen Stemmhammer dabei. Der reicht auch völlig dafür aus. Das ist auch nicht viel, was hier weg muss. So, so ist es auch schon gut so. Hier an der linken Seite hier ist nur ein Stein, den ich rausnehme. Das Stück, was lose ist, auch noch. So, und so haben wir es dann schon erstmal. Was jetzt hier oben noch so an Gradkanten dran ist, das nehme ich jetzt gleich mit weg. Hier ist ja, hier sieht man es von der Seite, ist ja eine, na sagt eben, eine Stahltür, eine Feuerschutztür hat ja hier drin gesessen und die war dann von dieser Seite angeschlagen und hier ist der Sturz ja schon verputzt jetzt. Das haue ich da auch gar nicht ganz runter, sondern mache mir nur ein bisschen die Gradkanten hier weg. Und putze das dann nachher im Nachhinein einfach hier die Ecke mit an, weil der Raum soll nachher auch letztendlich wieder nur als Abstellraum genutzt werden und von daher soll da jetzt nicht das große Programm geschehen, sondern ich sag mal, das funktional hier zugemauert oder angemauert und verputzt werden, dass das nachher einmal durchgestrichen werden kann von meinem lieben Malerkollegen. Und von daher nehme ich jetzt nur hier so die Gradkanten weg, was so am meisten übersteht und dann ist das auch schon gut so. So belasse ich es dann auch schon erstmal. Die Seiten auch noch eben durchkochen. Da ist auch soweit gut. Und dann geht es jetzt erstmal weiter mit Aufmauern hier. Damit wir jetzt hier auch ein bisschen Halt reinkriegen, bohre ich mir mal als erstes hier ein paar Wandanker ein. Das habe ich mir jetzt hier schon mal markiert. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das zum Halten kriegen hier. Ich nehme hier diese Flachanker dafür. Jetzt mal eben sehen den Abstand hier. Da bin, genau. Da ins dritte Loch rein. Dann mache ich das mit Schleifdübeln. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, das ist schon mal wunderbar. Dann kann ich nämlich hochmauern und die dann umklappen. Und dann hält das Mauerwerk dann da letztendlich auch dran.
setze euch hier zu dem Material auch wieder eine Materialliste rein, unten in die Videobeschreibung und dann Tipps und Tricks. Kannst du dir das da runterladen, was ich hier an Material gebraucht habe und was das für Anker sind und so weiter. Ja, und so sieht das dann aus erstmal. Und dann geht's gleich los mit Mauern. So, damit ich weiß, wo ich jetzt unten mit meinem Mauerwerk anfangen muss zu mauern, gehe ich mal daher. Wir haben ja hier oben noch die letzten beiden Steine sitzen unterm Sturz. Nimm mir hier ein Brett und halt mir hier die Wasserwaage in Lot an und kann mir dann, jetzt kann man wieder unten nicht gucken, ich drehe euch mal ein bisschen runter. So, haben wir gesehen, oben das Brett gegen Stein gegen, Wasserwaage ran, in Lot runterhalten. Und jetzt kann ich mir das hier an der Innenseite des Brettes markieren. Hier sieht man es auch noch ganz gut, wo vorher auch der alte Stein gesessen hat. Da müssen wir also hin mit unserem Stein, mit dem ersten. So, Frage, Leute. Jetzt bin ich gespannt, wer von euch aufgepasst hat in meinen anderen Videos. Die Frage lautet nämlich, was machen wir denn jetzt als ersten Arbeitsschritt hier zum Mauern? Ganz genau, das Mauerwerk richtig schön nass machen. Warum das Ganze? Damit wir vernünftig Verbund zwischen Mörtel und Mauerwerk bekommen. So, und jetzt geht's los hier. Die Fuge hier zur Wand, die wird jetzt ziemlich dick. Aber wenn ich die Steine, das ist jetzt Dünnformat, ein Format größer genommen hätte, dann wäre es zu knapp geworden an vielen Stellen. Von daher muss es jetzt mal so gehen. Ja, an den Seiten brauchen wir uns ja nicht viel Gedanken machen. Da sehen wir schön die alte Kante, wo das Mauerwerk gesessen hat. Jetzt lote ich noch einmal zur Sicherheit mit meinem Brett hier runter den ersten Stein, um zu sehen, ob die Richtung stimmt. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und einfach die Wandanker hier so umbiegen. Und dann sitzen die immer in den Fugen drin und halten das Mauerwerk hier noch mit. Kann auch beigehen und vorher schon mal ein bisschen Mörtel an die Wand werfen. Lagerfuge natürlich nicht vergessen, ist ja klar. Die Steine einfach so trocken aufeinander packen, das bringt nicht wirklich viel. Es kommt jetzt hier nicht so ganz genau drauf an, wenn der Bissen aus dem Lot laufen sollte oder was, ist das nicht weiter wild, weil das Ganze ja noch verputzt wird. Wenn das nicht zu viel ist, dann ist das nicht weiter schlimm. Zum Anputzen der Seite hier von der unserer frisch gemauerten Leibung mehr oder weniger, die steht ja jetzt schon ein Weilchen, gehe ich jetzt bei und setze mir hier ein Brett hin und schlag mir dazu hier oben in die Fuge den Putzhaken ein. Ein bisschen vorsichtig natürlich, mal gucken, ob das klappt. Muss nicht viel sein, mir geht es nur darum. Dann stelle ich mir das Brett so dagegen und nehme mir hier die Flucht von dem alten Putz, halte mir das so ran und setze mir den Putzhaken ein bisschen fest. So, lote mir das Brett einmal nach unten runter. Da ist schon alles super. Und dann befestige ich das nach unten hin weiter gar nicht mehr. Da ziehe ich mir jetzt vorsichtig mit der Kelle den Mörtel auf und halte dann praktisch immer
mir das Brett ein bisschen mit der Hand fest und ziehe den Mörtel dann vorsichtig auf, dann klappt das auch wunderbar. So, die Steine natürlich wieder vorher nass gemacht, wie immer. Und dann gehe ich bei, habe den Mörtel hier im Kübel, nehme mir den so ein bisschen auf die Kelle, halte dann hier das Brett fest, damit mir das nicht wegdrückt. Und dann ziehe ich das vorsichtig auf hier. Hab da schön die Bezugskante hier vorne zum Brett, kann das da ordentlich ranziehen. Und hier hinten haben wir ja immer noch die Kante hier vom alten Putz. Da können wir uns dann nachrichten. Dann ziehen wir das so auf. Scheuer einmal nur so mit dem Reibbrett drüber. Geht nur darum, dass der Mörtel ein bisschen rau gemacht ist, damit er besser Luft kriegt und somit dann besser trocknen kann. Ja, und dann geht das nach oben hin. So weiter. Zur Not ging es auch ohne den Putzhaken hier. Da muss man dann halt eben beigehen und das Brett dann mit einer Hand festhalten, aufpassen, dass man nicht so doll drückt, dass es einem verrutscht. Und dann genauso den Mörtel aufziehen. Also das geht auch. Aber so ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Das trocknet doch jetzt hier schon ziemlich gut an. Dann dürfen wir schon abreiben. Sind jetzt gerade mal so vielleicht 10 Minuten gewesen, noch nicht mal. So, und so haben wir das jetzt hier schon mal fertig, die Seite. Und jetzt nehme ich mir das Brett. Hier vorsichtig ab. Und so lasse ich die Seite jetzt stehen. Und im Prinzip mache ich genau dasselbe jetzt an der anderen Leibungsseite. So Leute, jetzt schaut mal hier an der anderen Leibungsseite. Ist es ja auch ziemlich dick gewesen, was noch weggebrochen ist. Da bin ich jetzt beigegangen hier. Zum Aufmauern irgendwie ist das zu dünn. Für Putz natürlich ziemlich dick. So, jetzt bin ich daher gegangen und habe hier von beiden Seiten hier ein Brett angespannt. Und zwar sehen wir hier mit zwei Schraubzwingen. Als Bezugskante haben wir ja den alten Putz wieder. So, jetzt habe ich mir die Bretter hier festgemacht, habe schon mal einmal Mörtel vorgeworfen. Und wenn ich jetzt hier so tiefere Stellen habe und so weiter, gehe ich da einfach her und drücke mir da ein paar Steinstücken von den Kalksandsteinresten hier mit rein. Die ziehen dann auch noch Feuchtigkeit mit weg. Und so kann der Putz dann auch schneller trocknen. Und wir haben die tiefen Löcher da ein bisschen mit ausgefüllt. Also einfach hier gucken, was so passt. Lass das trocknen bis morgen. Also das ist jetzt für heute hier der letzte Akt erstmal, dass ich das so weit vorputze. Und wie das dann weitergeht hier mit den feinen Nachputzarbeiten und diese Geschichten, das sehen wir dann morgen oder besser gesagt im zweiten Teil des Videos hier. So, dann muddel ich das jetzt hier noch so weit fertig, so wie das hier. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in Teil 2 dann wiedersehen.